liebe Freunde von Mühlberg News, hier sind wir wieder frisch aus dem Urlaub. Hallo ja. Alessa. Hallo Massimo. Okay. Also ich könnte ein ganzes Jahr auf Tahiti in der Sonne liegen und wäre nicht so braun. Und aber schön, dass du wieder da bist. Das ist schön. Aber ich war nicht so oft am Meer, also nicht so oft an der Sonne, aber okay. Es war ein wunderschöner Urlaub, war eigentlich alles toll, aber ich bin jetzt auch froh, dass wir hier wieder sitzen. Übrigens in einem überdachten, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das Ambiente ist nicht schlecht. Ja. Wir waren schon schlimmer dran. So, wir legen los mit den Mühlberg News. Ja, und wir starten mit der traurigsten Nachricht zuerst. Und zwar Kurt Ernst, unser Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglied vom Bürgerverein Mühlberg, ist letzte Woche verstorben. Ich war leider in Italien, wir waren in Italien, also an die ganze Familie unser herzliches Beileid. Und meistens fehlen mir ja die Worte. Es tut mir wirklich furchtbar leid für den Kurt Ernst, aber es ist nun mal so. Ja, okay, weiter. Ja, die Kerbe. Wann ist sie denn? Ja, wann ist die Kerbe? Wann? 7., 8., 9. und 10. September. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Programm. Wirklich ein sagenhaft tolles Programm. Es geht los am Freitag mit dem Seniorennachmittag natürlich. Da können die Senioren wie immer ihren Kaffee und ihren Kuchen trinken und essen. Wir werden da für die Senioren so einen kleinen Schlagermittag machen. DJ Fantastico wird da sein, der wird für uns auflegen. Ach tatsächlich, den hast du bekommen? Ja, den habe ich bekommen. DJ Fantastico. Fantastisch. Ja, so ist er halt. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir Freitagabend natürlich Fassanstich mit Bürgermeister Obert. Das freut mich doch sehr. An den habe ich nämlich eine spezielle Frage. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. So, dann haben wir an diesem Abend Against the Wind. Endlich sind sie wieder da, Freunde. Und Elvis lebt. Elvis the King wird auch auf der Bühne stehen und ich kann euch versprechen, eins der besten oder einer der besten Elvis-Imitatoren, die ich kenne. Und ich kenne ein paar. Also, das wäre der Freitagabend gewesen. Der Samstag. Am Samstag haben wir volles Programm, Jugendnachmittag, Flohmarkt, wir haben so viel. Aber am Samstagabend, da haben wir die Krombacher. Und ich sage euch eins, die werden euch richtig einheizen. Jawohl. Und am Sonntagmittag, Chivago. Vergesst mir nicht den Gottesdienst. Oh. Gottesdienst, genau. Ökumenischer Gottesdienst. 10 Uhr im Zelt. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Kerben, wo es sowas gibt. Da sind wir auch stolz drauf und deshalb entschuldige ich mich in aller Form, dass ich sowas nicht jetzt da hier... Unten, da oben. Da oben. Ich entschuldige mich bei allen. Ja, sorry. War keine Absicht. Ja, und dann kommen am Sonntagmittag natürlich die Chivagos. Und wir werden am Sonntagmittag dann auch auf die kleine Rheinstraße gehen, nämlich da wird die kleine Rheinstraße wieder gesperrt. Und da ist sie dann XL, Party? Natürlich XL Furore, mit der Modenschau, mit Party, mit Musik, mit Essen, Trinken und alles, was dazugehört, bis ca. 17.30 Uhr. Und dann gehen wir alle wieder zurück ins Zelt, nämlich dann geht's los, der Sonntagabend mit der MCG. Tolles Programm, wie immer. Jenny Fröhlich wird da sein und deutsche Schlager, da richtig, ja, gib ihm. Und wieder DJ Fantastico, der wird euch einheizen mit den 80ern und zwar nicht nur deutsche Schlager, sondern auch internationale Schlager. Also, du hast ihn gleich 2 Tage bekommen. Ja. Jetzt bin ich aber sehr beeindruckt. Ja. Aber es wird auf jeden Fall ein ganz tolles Programm. Und natürlich am Montag die weltberühmte Schlachtplatte vom Wurschtl. Ja. Ja, also, das war die Kerbe. Also ich hoffe, ihr kommt, es wird ein tolles Programm. Und also kommt zur Kerbe, kommt ins Zelt und da gibt es richtig... Wunderbar, wir springen weiter zum Flohmarkt. Der ist wann? Der ist am 10. November.
Ihr dürft euch gerne jetzt schon anmelden, genau wie zur Hobbithek. Am 17. und 18. November. Genau. In der Karl-Benz-Halle. Da könnt ihr euch noch anmelden, also noch ein bisschen Zeit. Also meldet euch an. Wir warten darauf. So, jetzt haben wir aber mal Nachrichten, die nicht den Bürgerverein betreffen. Denn Hunde im Schwimmbecken. Ich finde das so toll. Hunde schwimmen im Rheinstrandbad. Eingeladen sind am Sonntag, den 16. September von 10 bis 17 Uhr alle wasserliebenden Hunde, inklusive ihrer Frauchen und Herrchen. Ist das nett? Nach Beendigung der Freibadsaison dürfen sich die Vierbeiner im ungeklorten Seehundebecken austoben. Zusätzlich sollen Highlights wie eine Hundegastronomie und Mitmachaktion warten, so die Bädergesellschaft. Der Eintritt beträgt 1 Euro pro Fuß und Pfote. Wichtig sei, dass jeder Hundehalter den Impfausweis und die Marke seines Tieres dabei hat. Mhm. Hundegastronomie. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt da nichts zu essen bekomme, nämlich da gibt es so eine Hundegastronomie. Okay. Ich nehme den Mops mit. Wo ist der Mops überhaupt? Mops ist heute nicht da. Also, oh. Was denn? Ach so, ja, ich habe schon die nächste Nachricht. Du nimmst deinen Mops mit. Hm? Ja. Schön. Mach weiter mit den Nachrichten. Ja. Du warst jetzt gerade. Ich war so gerade dabei. Das Karlsruher Europabad schließt seine Türen. Ja. Und zwar vom 10. bis zum 21. September wird das Bad aufgrund aufwendiger Umbauarbeiten für Besucher geschlossen bleiben. Der Saunabereich wird etwas eher wieder geöffnet, nämlich bereits am 14. September. Mhm. So, große Umbauarbeiten. Ja, lässt sich hören, aber natürlich muss ja auch mal sein. Ja, ich weiß, dass das Europabad ganz schön gut besucht ist. Ja. Die haben ganz schnell ihre schwarzen Zahlen. Aber ja. Gut, okay. So, was haben wir noch? Hurra haben wir in den Nachrichten. 1778 Tage Baustelle und die Pyramide ist wieder frei. Seit 1823 steht die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz. Also ich war nicht dabei, wo sie aufgestellt wurde. Ich war nicht dabei. Du wurdest ja auch erst 3 Jahre später geboren. Das geht ja gar nicht. Unter ihr befindet sich die Gruft des Stadtgründers Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach. Und dort wird sie auch in den nächsten Jahren, wenn nicht gar Jahrhunderten, stehen bleiben. Wenn nicht ein paar Außerirdische kommen und sie mitnehmen. Ja, doch für fast 5 Jahre war das Karlsruher Wahrzeichen verschwunden. Versteckt hinter Holzplatten zu ihrem eigenen Schutz vor den Bauarbeiten der Kombilösung. Im Oktober wird sie offiziell enthüllt. Also, wenn ihr die neue Pyramide sehen wollt, dann im Oktober ab auf den Marktplatz. Ja, dann über 2 Millionen Euro investiert die Stadt Karlsruhe in 8 neue Müllfahrzeuge. Das ist doch auch mal schön. Mit den neuen Fahrzeugen sollen es die Fahrer angenehmer haben, denn die Sitze sind ergonomisch. Auch das Fahren selbst wird mit allerlei moderner Technik leichter. Nun gab es die symbolische Schlüsselübergabe an das AFA, Amt für Abfallwirtschaft in Karlsruhe. Das heißt, da fahren jetzt 8, was habe ich gerade vorgelesen? 8 ganz neue, tolle Hightech-Fahrzeuge rum. Mhm, mit Müll. Ja, mit Müll. Okay, natürlich mit Müll. Ja, Müllfahrzeuge. So, was haben wir noch? Ja, wir haben. Das neue Ständehaus haben wir. Das neue Ständehaus. Ja, und zwar. Das neue Ständehaus in der Karlsruher Innenstadt feiert 25-jähriges Bestehen. Die Veranstalter laden zu einem umfangreichen Rahmenprogramm in das Gebäude in der Ständehausstraße 2. Im Großherzogtum Baden gelang die Realisierung des demokratischen Gedankens am schnellsten in Deutschland. Und zwar heißt es im Beitrag zur Ständehaushistorie auf der Homepage der Stadt, übrigens sehr, sehr interessant. Das Ergebnis, die Badische Verfassung 1818. Das Ständehaus ist ein bedeutendes Gebäude in Sachen Demokratie in Karlsruhe. Es gilt als erste deutsche Parlamentsgebäude. Dort hat in den 30ern der Landtag seine Sitzungen abgehalten, muss man sich mal vorstellen. 1944 wurde es bei Luftangriffen schwer getroffen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Lange stand nur eine Ruine. 1961 wurde sie abgerissen. Ein Drittel der Fläche blieb ungenutzt. Ein Zeitlang wurde der Parkplatz als Ständehausstraße genutzt. Ja gut, okay.
Ist natürlich schade, dass das Originalgebäude nicht mehr da ist, aber die Symbolik ist da. Und ja, ihr wisst ja, Traditionen sind für mich ja ganz heilig. Ja, und ich finde es gut, dass man darüber spricht und darüber berichtet. Ja. Ja, die Straßenarbeiten im Zuge der Ansiedlung des IKEAs an der Dullacher Allee gehen Ende August in die nächste Bauphase. Ja. Also wer jetzt ein paar Wochen im Urlaub war, die Dullacher Allee war zuerst in die eine Richtung und dann in die andere voll gesperrt. Das war super lustig. Überhaupt auch für Straßenbahnfahrer? Ja, ja, absolut. Ganz toll. Die neue Bauphase beginnt jetzt am 31. August und geht voraussichtlich bis zum 2. November. Und dann geht es um den Umbau des nördlichen Straßenbereichs der Gerwigstraße. Ja. Vorgesehen ist ein Fahrradstreifen, was denn auch sonst. Zudem werden Flächen der Gehwege sowie der Einmündungsbereiche der Knotenpunkte umgestaltet. Ja, ich finde das richtig, weil die Straßen werden gebaut für die Fahrradfahrer, weil die bezahlen ja einen Haufen Steuer für die Straßen. Also ich finde es absolut toll, dass man hier für die Fahrradfahrer etwas tut, weil, wie gesagt, die bezahlen ja wirklich richtig Steuern. Ja. Sei doch nicht so. Nein, ich bin doch nicht so. Nein, sei doch nicht so krummelig und lies die Smiley. Aktion vor. Ich bin nicht krummelig. Frage nach dem Hintergrund der Smiley-Aufkleber in Karlsruhe. Treibt die Diskussionen an. Also da gibt es ja diesen tollen Smileys. Die hängen überall, die kleben überall. Ich weiß nicht, normalerweise ist es ja verboten, weil die hängen an den Ampeln, an Stromkästen, an überall eigentlich, an den Straßen, Gehwegen und so. Und keiner weiß eigentlich wirklich, was es zu bedeuten hat. Macht er das oder die, machen die das aus Spaß und der Freude? Möchten sie uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Ja, oder wollen sie uns ärgern? Oder vielleicht ist das eine geheime Gruppe, die uns vielleicht unterwandern will? Wer weiß es? Weißt du es? Ich weiß auch. Aber okay, wenn ihr das jetzt seht, liebe Smiley-Aufkleber, wenn ihr das jetzt hier seht, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt es uns erzählen, wer ihr seid, was ihr vorhabt. Und ganz ehrlich, ich verspreche euch, ich sag's niemandem weiter. Kommt zu den Mühlberg News. Oh, ne? Doch, kommt zu uns. Wir machen eine tolle Story draus. Also, kommt zu den Mühlberg News und sagt uns, ob ihr die Welt erobern wollt oder einfach nur uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollt. Ich bin das. Springen wir zum Bild der Woche. Ein tolles Bild haben wir diese Woche. Und zwar wurde es auch auf Facebook gepostet. Da ist kein reißender Fluss, ein Fluss. Und der ist richtig, richtig toll. Ich weiß es nicht mehr den Namen, aber wir blenden es unten ein, wer das Foto geschossen hat. Kompliment an den Fotografen. Wirklich schönes ein ganz, Bild. Ganz, ja, richtig tolles, ja, Bild. Ihr seht es ja hier, ganz, ganz tolles Bild. Erzähl mir mal, wie das Wetter wird. Das Wetter wird jetzt wieder wärmer. Und zwar, darfst du nicht kommen. Ja, ja, ja. Ich hab's gerade auch gemerkt. Frau Ferrini wird sonst nämlich kritisch. Also, das Wetter wird toll. Wir werden wieder die 30-Grad-Grenze erreichen. Also wirklich toll, finde ich. Wir haben einen tollen Sommer gehabt. Wir haben immer noch einen tollen Sommer. Und ich freue mich weiterhin auf diese 28 bis 30 Grad. Es soll mal ein bisschen bewölkt sein und vielleicht ein paar Tropfen. Aber egal. Der Sommer ist immer noch da und das ist schön so. Das klingt doch wunderbar. Ja, und jetzt möchte ich euch noch mal daran erinnern, wenn ihr bei uns Werbung machen möchtet, ihr habt ja die ganze Zeit hier unsere Werbeeinblendungen gesehen, das sind unsere Sponsoren, weil wir machen das ja wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, wir machen das hier ehrenamtlich, ja, aber Ausrüstung und kostet natürlich Geld. Und wir möchten natürlich auch für den Bürgerverein etwas Geld reinholen. Also, ja, wir brauchen wirklich Sponsoren. Liebe Sponsoren, ihr müsst nicht mit Tausenden von Euro kommen. Ja. Quatsch. Es reichen 10.000. Kommt doch einfach mal auf uns zu. Am besten redet ihr nicht mit Massimo, sondern mit mir. Ladet mich auf eine schöne Weinschorle ein und dann bequatschen wir das. Klingt das gut? Macht gerade, wie ihr wollt. Hauptsache, bringt die Kohle rüber. Okay. Nein, also wirklich, wir brauchen Sponsoren. Es wäre schön, wenn eure Werbung hier bei mir nebendran aufblenden würde. Oder da unten, oder da oben, oder irgendwo, hier, irgendwo. Oder ihr habt spezielle Wünsche, wir sollen einen Banner unten laufen lassen. Machen wir alles. Fast alles. Wir machen fast alles. Wir machen fast alles. Also ruft uns an, meldet euch bei euch per E-Mail. Ja. Bei uns, nicht bei euch, meldet euch bei uns. Und wir reden dann drüber bei einer Scholle mit Vanessa.
So sieht's aus. So sieht's aus. So, ich habe nichts mehr. Nein, ich habe auch nichts mehr. Darf nicht so klopfen. Ja, ich darf nicht klopfen. Oh, Beate hat schon den Finger gehoben. Ja. Gut, also ich möchte nochmal ein ganz großes Kompliment an die Beate aussprechen. Ja, weil sie macht das wirklich richtig toll. Ja, die hat eine ruhige Hand. Jetzt tanzt sie auch noch hinter der Kamera. Leute, ich, oh Gott. Ich kann, Beate, es war, sie macht gerade Modeschau. Ihr könnt es nicht, schade, dass ich würde es ja gern filmen. Okay, also liebe Beate, super, wie du das machst. Und es macht wirklich ganz riesigen Spaß. Ja. Okay. Ich weiß, wenn Vanessa mich so anschaut, denkt sie, komm jetzt endlich zum Ende. Ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye und gebe das letzte Wort an die Vanessa. Wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, ich kann deinen Laberfluss nächste Woche ein bisschen besser eindämmen als diese Woche. Macht es gut, genießt die Sonne. Tschüss.